Klassenerhalt im letzten Spiel der Vorsaison, Niederlage im WFV-Pokalfinale gegen Dorf Merchingen, schlechter Saisonstart, viele verletzte Trainerentlassung. Es war schon gut was los im Jahr 2017 bei den Stuttgarter Kickers. Und auch das letzte Heimspiel des Jahres stand auf der Kippe. Doch zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass gespielt werden konnte. Am Ende gab es für die Blauen trotz 2:0 Führung ein 2:2 Unentschieden. Auf der einen Seite kommt die Pause ja, uns gelegen, weil wir hatten sehr viele Verletzte und jetzt gibt es einfach Zeit, dass die Verletzte sich regenerieren können, dass sie wieder zurückkommen und zu der Entwicklung. Man sieht, dass wir eine riesen Entwicklung genommen haben die letzten Wochen und da wollen wir auf jeden Fall dann im neuen Jahr anknüpfen und ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir da eine bessere Rückrunde spielen. Zwei Siege, ein Unentschieden, das ist die durchaus positive Bilanz aus den letzten 4 Spielen. Die Mannschaft wirkt unter Paco Wass deutlich stabiler und selbstbewusster. Wenn wir weiter so leidenschaftlich spielen wie die letzten Wochen, so stabil auch intern, und dann denke ich, dann werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und das macht auf jeden Fall Mut. Gerade die jungen Spieler, die Wass immer wieder aus seiner alten U19 in die Regionalliga hochzieht, machen für die Zukunft Mut. Für einen Regionalligisten haben wir eine unglaublich gute Jugend und wenn man den Jungs keine Chance gibt in der Regionalliga, wie würde man das denn machen, wenn wir zweite oder erste Liga spielen würden? Und ich denke, die haben alle ihre Chance verdient, weil die Jugendarbeit einfach überragend ist im Gegensatz, wenn man das sieht, zum Profibereich haben wir schon eine tolle Jugend. Anfang Januar ist auf der Waldau wieder Trainingsstart. Die Restsaison startet dann am 3. oder 4. Februar mit dem Nachholspiel in Koblenz. Danach folgen die Kracher bei Waldhof Mannheim und zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer Saarbrücken.